Herzlich willkommen, lieber wieder. Mein Name ist Tamara und ich mache hier eine intuitive Tarotkartenlegung für die nächste Woche. Ich schaue einfach so mal, was auf dich zukommen wird. Und ich nutze gerade so dieses schöne Sonnenlicht heute, dieser Tag, irgendwie der 31. Dezember. Ist heute irgendwie speziell und darum nütze ich jetzt gerade diese Stunde, um diese Energien irgendwie wahrzunehmen. Also, wir haben hier mal den Magier, die Acht der Stäbe und die Königin der Kelche. Du hast es hier nächste Woche mit einer Person zu tun, die sehr gefühlsvoll ist. Ja, das ist eine Person, die, wenn diese Person mit dir kommuniziert, kannst du sicher sein, dass diese Person von Herzen kommuniziert. Nur wird diese Person nächste Woche ein bisschen eine andere Art der Kommunikation vielleicht in die Wege leiten, wird sich auf jeden Fall bei dir melden. Es wird eine liebevolle Botschaft sein. Du wirst einfach spüren, du hast hier eine Person vor dir, die komplett anders erscheint. Ja? Diese Person ist komplett transformiert. Du wirst auf jeden Fall diese Kommunikation auf diese Art spüren, die diese Kommunikation, die diese Person rüberbringt, wird dich auf jeden Fall irgendwie berühren. Diese Person wird sich, die wird irgendwie dich berühren, weil diese Person eine Liebebotschaft bringen wird und auch vielleicht eine versöhnliche Energie mitbringt. Ja, du wirst auf jeden Fall spüren, dass diese Person mit anderen Charaktereigenschaften einfach auf dich zukommen wird. Ich denke, zwischen euch gab es lange einfach keinen Kontakt, zwischen euch war lange Stillstand und deshalb wird für dich diese Begegnung sehr überraschend auch sein, weil du es mit einer Person zu tun hast, die du vielleicht anders einmal wahrgenommen hast, vielleicht mehr in einer Stabenergie, also mehr in einer feurigen Energie, vielleicht eine Person, die mehr so das Temperament gleich gezeigt hat oder die Türe geknallt hat oder irgendwie so. Aber du wirst nächste Woche diese Kommunikation erfahren von dieser Person, weil vielleicht auch schöne, gutes neues Jahr oder irgendetwas in dieser Art. Und du wirst einfach spüren, dass diese Person mehr eine Wasserenergie in sich aufweist plötzlich, dass diese Person so tief ist in den Gefühlen, so wahrhaftig auch in den Worten und auch so klar und auch so also hat so eine Hingabe zum Spirituellen. Also du wirst diese Person ganz anders wahrnehmen, ja? Schauen wir mal weiter, lieber wieder, was es hier so geht. Der Hierophant. Siehst du, es ist doch eine Energie hier im Raum, die eine Energie mitbringt von Spiritualität, von Werten, von echten, authentischen Worten, authentischen Gesten, authentischen Vorsätze mit dir in Kontakt zu kommen. Diese Person wird dir nicht einfach ein Billett schreiben, hey, frohes Neues 2024, sondern diese Person wird sich da schon etwas ausdenken, um mit dir eine andere Art der Kommunikation zu machen, auch dich zu testen. Ich habe das Gefühl, dass diese Person dich auch testen möchte, ob du ja noch diese Verbindung irgendwie kannst etwas
hineingeben oder noch so bist oder diese Person bist, die diese Person sich wünscht oder es für die nächsten Schritte im Leben auch im Leben haben möchte. Also diese Person ist auf jeden Fall gewillt, mit dir noch einmal zu reden und deine Energie irgendwie wahrzunehmen. Das ist ein Test, was auf dich zukommen wird. Ein Test auf jeden Fall. Also, wir haben hier die 9 der Münzen. Sicher hast du es mal hier mit einer Person zu tun. Ritter der Kelche, die er oder sie, die jetzt mehr und mehr die Verantwortung übernehmen möchte. Die Verantwortung übernehmen möchte über eure Verbindung. Ja, diese Person ist sicher eine Person, die jetzt schon seit längerem ein bisschen für sich war, allein war. Eine Person auf jeden Fall, die in der Fülle ist. Du hast es hier mit einer Person zu tun, die in der Fülle ist und dir wie ein Angebot macht, eventuell nochmals es nochmals zu versuchen. Ich habe ja hier die 4 der Kelche, sieht so aus wie ein Angebot und hier die 10 der Münzen. Ja, diese Person möchte irgendwie dich testen, ob du wirklich eine Verbindung möchtest, die auf einer einfach höher ist in der Verbindungsart, einfach als es einmal war. Es ist, ja, ich kann es einfach nur wiederholen. Für mich ist das ein Test. Diese Person ist auf jeden Fall allein im Moment und hat, du bist dieser Person natürlich schon wichtig, ja, du bist dieser Person wichtig, weil sonst würde diese Person ja nicht mit diesen Zeugs, mit diesen Gedanken und alles auf dich zukommen, denn diese Person weiß, was sie oder er an dir hat. Diese Person weiß, dass eine gute Chance hier bestehen kann, dass ihr wieder am gleichen Strang zieht und nützt vielleicht auch diese Gelegenheit und also diese Gelegenheit vom Silvester des neuen Jahres einfach, um sich mit dir einfach irgendwie in Verbindung zu setzen. Aber mach dich gefasst, diese Person weiß, was sie will und diese Person hat ein Hintergedanke dabei. König, Königin der Münzen. Der Gehängte. Sieben der Kelche. Also du scheinst mir hier auch irgendwie in einem Stillstand zu sein. Ja? Mit dem Gehängten habe ich das Gefühl, dass du hier eigentlich vielleicht hinhörst. Okay, mit der Königin der Münzen habe ich wieder das Gefühl, du hörst hin. Aber du bist dir nicht sicher, weil irgendwie möchtest du schon auch dich umschauen, ob es noch was anderes gibt, ja. Du bist hier nicht so wirklich gewillt, denn du möchtest da vielleicht dich noch mal ein bisschen umschauen, ja. Was gibt es noch da für dich da draußen? Auf jeden Fall hast du es hier, hast du natürlich schon auch die Lust, aber eine ernsthaftere Verbindung einzugehen, aber ich habe das Gefühl, du fühlst dich jetzt noch nicht sicher. Du nimmst das Angebot dankend an. Du bist natürlich offen, auch in einer Bereitschaft, in einer liebevollen Haltung, auf jeden Fall. Aber mit dem Gehängten, lieber wieder, habe ich das Gefühl,
bist du dir nicht sicher, du möchtest doch einfach noch warten, ja. Ich habe das Gefühl, du möchtest in dieser Angelegenheit noch ein bisschen Zeit hineingeben, Rat des Schicksals. Schau lieber wieder, ich glaube, ich kann hier dir schon mal sagen, dass ich das Gefühl habe, das ist eine einmalige Gelegenheit. Ich glaube, dass diese Person, weil diese Person dich testen möchte, ich habe das Gefühl, das ist wie schicksalshaft, dass diese Chance jetzt noch einmal auf dich zukommt, wo diese Person sich mit dem Herzen öffnet und mit den Gefühlen dich anschaut. Und diese Chance ist jetzt da. Diese kannst du ergreifen. Wenn du sie nicht ergreifst, diese Chance, oder nicht siehst, wenn du diese nicht bewusst wahrnimmst, weil die Gefahr ist, ich habe hier den Gehängten, du hängst noch irgendwo an einer anderen Situation fest. Ja, du vermisst einfach deine Freiheit. Du möchtest deine Freiheit auch nicht aufgeben wahrscheinlich. Es ist einfach eine einmalige Gelegenheit im Moment, die du annehmen kannst, aber das ist natürlich deine Entscheidung, lieber wieder. Ich habe schon wieder der Gehängte, also lieber wieder, ich denke, es ist für dich wichtig, hier aufzupassen, dass du nicht zu dieses Chance nicht verpasst. Genau, du könntest diese Chance verpassen. Lieber wieder, ich lasse es so hier stehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir ein frohes neues 2024. Ich bin gespannt, was kommen wird. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.